Guten Morgen. Falls ihr euch fragt, wer so irre ist, um 6.20 Uhr aufzustehen im Urlaub, dort hochzuklettern, um für seine Zuschauer den Sonnenaufgang zu filmen, das bin ich. Und ich gehe jetzt wieder ins Bett und wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So Leute, hier bin ich frisch ausgeschlafen. Na, jetzt habt ihr einen schönen Sonnenaufgang gesehen, ganz toll. Haben sich doch die 15, 10 Sekunden gelohnt. Na, ich bin in Griechenland mit meiner Freundin im Urlaub und dachte mir, komm, so ein kleiner Urlaubsvlog. Vielleicht bin ich auch ein bisschen süchtig, ne? Ihr seht schon, ein bisschen verstrahlt, was das angeht. Aber machen wir jetzt einfach, ich bin gerade im Zimmer, wollte euch das mal zeigen, weil es ist sehr, sehr schön. Ne? Wir haben ein sehr, sehr stylisches Zimmer. Das ist hier so aufgeteilt, zweistöckig, so ein bisschen anders, würde ich sagen. Ne? Hier so Waschbecken draußen, fast wie so in so einer Küche, so einer modernen. Ist ganz nice. Das beste Feature in diesem Hotelzimmer, und das muss man eigentlich für zu Hause auch haben. Ne? Ihr haut die Musik rein am Fernseher. So, alles cool. Und dann, Achtung, Volume. Und dann einfach im Bad. Hier schön duschen. Gehen wir mal hoch, würde ich sagen. Hier oben nochmal so ein kleiner Chillbereich, den man sowieso nie benutzt. Und wenn man hier rausläuft, dann hat man hier diese wunderschöne Aussicht. Hello. Alles schon sehr, sehr, sehr geil. Da lässt sich schon aushalten. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo wir sind gerade auf Kreta. Das ist ein relativ neues Hotel hier. Wir genießen es ein bisschen nach den relativ stressigen letzten 3 Wochen. Die meisten von euch wissen ja, dass wir unterwegs waren. New York, Montreal, Formel E, die letzten 4 Rennen. Es war schon eine ziemlich harte Zeit, viel am Reisen, viel unterwegs. Und deswegen jetzt so eine Woche noch mal ein bisschen abschalten, bevor dann wieder der normale Alltag kommt. Aber ja, ihr seht ja, ganz abschalten kann ich auch nicht. Ich vermisse euch. Ich würde sagen, jetzt mal eine kleine Stärkung und dann geht's an den Strand. Ah, Leute, einfach mal schön an der Klippe sitzen und das Leben genießen. Ja? Geil. Ist wirklich, wirklich schön hier. Ist nur Bocke heiß. Mir läuft die Soße runter. Ist unfassbar. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen chillen und dann gehen wir nach Chania. Das ist die Hauptstadt von Kreta. Da waren wir schon einen Abend. Das ist sehr, sehr schön. Da wollen wir noch ein bisschen den Sonnenuntergang anschauen. Und jetzt versuche ich, dass ich hier wieder heile wegkomme. Bis gleich. So, jetzt haben wir uns schick gemacht nach einem schönen Badetag, nachdem wir jetzt hier uns schön ein bisschen brutzeln haben lassen. Ein bisschen? Ein bisschen, gell? Schwarze Frau neben mir. Hallo. Hi. Hallo. So, da sind wir jetzt. Das hinter mir ist Chania, ist echt wunderschön, ne? So eine Hafenstadt, alles schön am Wasser. Da sind die ganzen Restaurants, wo wir jetzt gleich essen gehen. Aber davor werden wir hier hinter mir da so auf diese Burg gehen. So, jetzt habe ich mir hier so ein schönes, romantisches, stilles Plätzchen gesucht, um ein bisschen mit euch zu quatschen. Die Saison ist vorbei. An der Stelle, im letzten Video habe ich es auch schon ein bisschen gesagt, aber das war natürlich mit sehr viel Emotion und kurz nach dem Rennen. Deswegen an der Stelle einfach mal ein Dankeschön an euch für den ganzen Support. Danke an alle wirklich aus meinem Team,
die Partner, Sponsoren, jeden, der von euch zuschaut, einfach für die ganze Unterstützung dieses Jahr. Das hat mir wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Dadurch, dass natürlich jetzt Formel E erstmal vorbei ist, ist natürlich die Frage so ein bisschen, was machen wir die nächsten Monate auf diesem Kanal? Was für ein Content machen wir? Mir wäre es einfach wichtig zu wissen, was ihr auch ein bisschen euch so von diesem Channel jetzt die nächsten Monate erwartet. Wir sind unheimlich gewachsen. Das Ziel für dieses Jahr war 100.000. Wir sind jetzt schon bei 77.000. Das ist eine gewaltige Zahl. Wir sind in das Jahr mit 20.000 gestartet. Also es ist schon echt krass. Und da müssen wir natürlich, oder will ich natürlich, dass wir auch weiter Gas geben. Deswegen wäre jetzt vielleicht jetzt gerade mal ein guter Zeitpunkt, um so mal so ein bisschen so ein Fazit rauszuhauen und mich so ein bisschen das Ganze wissen zu lassen. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Wir haben mit einem Sonnenaufgang angefangen. Zum Abschied gibt es noch einen Sonnenuntergang. Freunde, macht's gut. Bis dann. Ciao.